Nee, muss ja auch gut aussehen. Nicht nur Ton, nicht nur Ton. Moin, wir sind hier gerade noch am Ton checken und wie ist alles. Ich sage ja immer, Hauptsache es sieht gut aus. Den Ton ist nicht egal, aber erstmal, so, hallo erstmal. Ich habe mir jetzt mein Lieblingskleid angezogen mit den Papageien in meiner Farbwelt und möchte euch jetzt zeigen, was ich mir dieses Wochenende bei mir oben zu Hause schön hinstelle. Und ihr seht, die Sonne scheint so richtig schön rein. Das macht ja auch was mit einem, mit der Seele. Man blüht auf, man erfreut sich daran und jetzt muss auch was Frisches her. Ich habe irgendwie glücklicherweise diese überdimensional großen Hyazinthengläser entdeckt. Da sind so Blubberblasen drin. Ich fand die irgendwie cool und ja, so eine große Hyazinthe gibt es noch nicht, aber viele kleine gibt es. Ausgewaschen in Weiß und das ist unser Hartriegel. Den haben wir jetzt von hier weg nach hinten. Jetzt habe ich ein bisschen was abgeschnitten und der stabilisiert das Ganze ein bisschen. Wenn man jetzt möchte, dass er austreibt, dann kann man auch bis hierhin noch Wasser einfüllen. Ich glaube, ich finde das ganz schön, wenn er noch so kleine grüne Blattspitzen bekommt. Ansonsten sind da 2, 4, 6, 7, 8, 9, also so um die 10 Hyazinthen drin. Ein paar von den kleinen Frühlingsblühern, von den Zwiebeln, die man ja jetzt noch so kaufen kann. Die haben dann diese braune Hülle. Um aber von diesem ganzen Braun und Drögen und Trockenen wegzukommen, macht ihr das einfach ab. Und dann habt ihr schon diesen weißen, frischen Charakter. Na, das sieht doch nach Neustart aus. Das sieht nach Frühjahr aus. Und das ist eigentlich das, was wir uns jetzt alle wünschen. So ein bisschen ja, in Schwung kommen, ein bisschen Farbe. Und ich mag auch, wie gesagt, den Duft. Und zum Stabilisieren, damit die nicht alle ineinander kippen, gibt es zwei Tipps und Tricks. Also zum einen haben wir ja dieses Band hier. Das ist ein bisschen rustikal. Das ist nicht der Rebendraht. Das ist eine Nummer stärker. Da ist auch ein Draht drin. Und den kann man sich jetzt im Prinzip wie so ein Geflecht zusammendrehen. Würde ich das nur mit Wickeldraht machen, würde es rosten. Der Rebendraht ist etwas zu schwach. Das ist jetzt eine etwas verstärkte Stärke, kann man das so sagen. Vom Wickeldraht, Rebendraht, der ist einfach etwas dicker. Und der ist einfach super als Geflecht hier drin, weil man entweder den ganz leicht um die Hyazinthe drehen kann oder man macht sich dieses Gespinst, so wie hier sieht man es ein bisschen besser, dann halten die Hyazinthen von alleine. Und hier, also hier auch mal ein bisschen höher ruhig rausgucken lassen. Hier seht ihr das, dazwischen gewebt. Das hält sich ganz toll. Und ihr könnt auch kleine Zahnstocher nehmen und die in die Zwiebeln reinsetzen. Das tut der Zwiebel überhaupt nicht insofern weh, weil das ist ja Holz, es ist wie ein Naturschaden, Tierfraß im Prinzip und die klemmen dann auch aneinander. Dann habt ihr auch halt, weil wenn man eine größere Fläche hat, dann muss man das ja irgendwie stabilisieren. Und der Hartriegel, den haben wir schön nutzen können, erstmal um unten auch ein bisschen Höhe reinzukriegen, dass das wie so ein kleiner Sektkübel, so ein Cocktail aussieht, der so ein bisschen überschäumt, floral. Und ja, das ist zum Beispiel jetzt eine Alternative als Glas einfach für euch. Mal unsere schönen runden Gläser, die haben wir natürlich auch in unserem Shop. Und da könnt ihr, seht ihr auch, ist die Öffnung drin. Na, man könnte jetzt trocken, also Frischblumensteckmasse rein und ganz gerade das reinstecken. Man könnte auch die Steckmasse bis hier setzen und dann unten den Zahnstocher in die Hyazinthen und dann hier einfach raufsetzen, wie so ein Kranz, wie so ein Ring, ganz sauber und ordentlich. Also da gibt es, weil hier würde man ja die Frischblumensteckmasse auch überhaupt nicht sehen. Und die gibt es ja auch nicht nur in Grün, die gibt es ja mittlerweile auch in Schwarz. Also in so einem Anthrazit-Grauton, dann würde es ja eh überhaupt nicht auffallen. Und da kann man natürlich dann auch vieles mitgestalten. Das sind jetzt hier noch kleine Narzissen, wo dann auch einfach Zahnstocher rein, ganz eng, stramm, dicht aneinander gesetzt. Entweder nur voll machen damit, aber ich finde es halt ganz witzig auch irgendwie mit diesen hohen Ästen und Zweigen. Ich finde, es ist mal so eine, ja, wie so ein Cocktail, ne? Prost, Prosit Neujahr 2022, können wir mal noch anstoßen. Und hier passiert natürlich auch viel so mit den ganzen verschiedenen Zwiebeln. Und wenn jetzt erstmal diese grüne Hyazinthe noch in Weiß erblüht, dann wird das Weiß hier nochmal, dann sieht das noch ein bisschen frischer und knackiger aus. Somit starte ich jetzt erstmal so in diese Wintersaison. Mensch, hier haben wir den Ast vor der Nase. Ja, ich bin jetzt wieder in meinem Element, wie ihr seht. Ich bin wieder angekommen in den Videos und im Thema. Weihnachten ade, Frühjahr ahoi, kann man noch gar nicht sagen, aber zumindest moin. Und ja, ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, wie weit ihr seid, ob ihr schon alles so weit hervorgekramt habt. Und für einen Hasen ist ja noch zu früh, aber wieso eure erste
frühlingsfrische Deko aussieht. So, ihr Lieben, das war ein kurzes, knackiges Video mit diesem neuen tollen Glas. Ich finde einfach, Hyazinthengläser sind cool und in verschiedenen Größen mit verschiedenen Farben, da kann man viel spielen. Aber man kann eben auch ein größeres, rundes Gefäß nehmen. Und wie das geht, ihr braucht einfach Draht oder ihr geht nochmal in die Natur und holt euch dieses Geäst und dreht euch das rein. Das sieht auch super schön aus. Also ihr seht ja, wenn man erstmal drin ist im Thema, dann läuft es. So, dann kann ich mir schon mal die nächsten Gedanken machen. Eigentlich habe ich schon die nächsten Ideen parat für euch. Aber was machen wir als nächstes? Ich muss mal überlegen. Ah ja, wir haben witzige Strohkränze mit Stroh, da werden wir was mitmachen. Seht ihr, und jetzt muss da halt die Steckmasse drunter sein, dass man das richtig stramm aufsetzen kann. Ja, wir haben Strohkränze, witzige, da machen wir Kränze. Dann haben wir also unsere Jutesäcke mit dem schwarzen Rand, da werden wir Trockensteckmasse reinmachen und schon die ersten Hasenköpfe, die dann rauslugen. Also ihr seht, wir sind schon wieder auf Spur, es kann weitergehen. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Bleibt alle gesund und munter und wir sehen uns in Kürze mit Würze, eure Imke. Ciao. Tschüss.